Ah, dann kann ich das so fahren. Cool. Wie reicht das denn? Na, guck mal. Eine deutlich bessere Distanz, als ich erwartet habe. Und weg. Verstanden. Okay, unterschiedliche Geschwindigkeiten für unterschiedliche Waffen. Lager. Alles ist so unsicher. Ja. Von hier aus habe ich Krieg bleibt immer gleich. Aber das war ein anderes Spiel. Nee. So viel dazu. Und das habe ich vorhin schon gesehen. Oh, das ist ja mein Fahrzeug. Da war ich gar nicht so weit weg von dem neuen Ziel. Wo war denn jetzt die Einfahrt? Da war die Einfahrt. Nicht die Treppen hoch. Ah, wäre auch zu geil gewesen. Guck mal einer schauen. Das macht gut. Okay, dann versuche ich es nochmal hier drin. Oh, gut, dass die Tür noch geknackt ist. Gut, dass der Typ kaum was mitgekriegt hat. Dann gebe ich mir das Sales Pack. Erfolgreich. Beklauen, beklauen, beklauen. Ich kann damit eh nichts mehr anfangen.
flackert hier überall rot. Egal. Da. Da hinten ist auch noch eine Drohne. Aber die hängt da nur so rum. Ich mache jetzt erstmal diesen Platz hier frei. Sabotage! Wurde ich angeschossen? Und nochmal, weil es so schön war. Ich werde hier dauernd angeschossen, was ist denn das? Von wo? Ist die Frage eigentlich. Bruder! So, jetzt aber Sabotage. Ich wurde schon wieder angeschossen. Ist da hinten ein Sniper? War der das die ganze Zeit? Ist noch ein Sniper irgendwo? Oh, nein, das ist ein Typ auf dem Boden. Ich glaube, der konnte mich von da sehen. Darf ich das jetzt mal machen? Und abgeschlossen. So. Bidulmanufaktur. Da ist es errichtet. Brady, wir haben hier ein Problem. Die Norks haben hier eine Duster-Startplattform errichtet, mit der sie Gasangriffe auf die anderen roten Zonen durchführen wollen. Du musst sie zerstören, bevor die scheiß Duster abgefeuert werden können. Ich versuch's. Plus 4 KV, Tech-Punkte. Stützpunkt in unserer Gewalt können wir uns freier in der Zone bewegen. Ausgezeichnete Arbeit, Brady. Ja. Ist das jetzt mein Ernst? Philly Alpha, Tony spricht. Was heißt denn? Walker soll Gerüchten zufolge zur Independence Hall gebracht worden sein. Habe noch keine Bestätigung, aber wir prüfen das. Paris sagt keinen Angriff, bis wir die Bestätigung haben. Wir dürfen Walker nicht in Gefahr bringen. Verstanden, Tone? Ja. Tone. Ich hab's. Tony, Ende. Okay. Das gehört jetzt uns. Ich möchte noch diesen Sendeturm haben, bevor es dann weitergeht. Nachrichten habe ich auch keine gekriegt. Nö. Na dann hin zum Turm. Dann gehört die ganze Stadt uns. Aber es wäre verrückt, mit einem Motorrad über die Mauer zu springen. Findest du? Ich habe einen KVA-Sendeempfänger in deiner Nähe entdeckt. Diese Anlage ist für die KVA-Aktivitäten in diesem Gebiet äußerst wichtig. Wenn du diesen Anschluss hacken kannst, wer weiß, welche schmutzigen Geheimnisse wir erfahren würden. Ja, deswegen bin ich halt hier. Autsch. Nur wie komme ich da hin? Der Springen klappt ja da anscheinend nicht. Dies ist eine rote Zone. Zivilisten ist der Zutritt zu jeder Zeit untersagt. Oder ich war einfach nur zu blöd. Yep, zu blöd. Und wir hacken wieder. Mit diesem wunderbaren Hack-System.
was ich jetzt nicht wirklich Hacken nennen würde, aber guck, Chemikalien ist jetzt uns und ich glaube, wir haben alle Spots auf dieser Karte erobert. Ist auf den da. Sendeempfänger online. Ja, rede weiter. Gute Arbeit, Brady. Jetzt können wir die Aktivitäten der Norks in der Zone nachverfolgen. Überall stehen. Schließlich wollen wir von den Norks nicht überrascht werden. Tone, hier spricht Firly Alpha. Tony, hörst du mich? Ja, wir sind hier. Was ist los? Hab nur schon länger nichts mehr von euch gehört. Seid ihr okay? Ruhen uns nur mal kurz aus. Wir haben schon ein großes Areal mit der Suche abgedeckt. Ja, das wissen wir zu schätzen. Kommt doch kurz rein und ruht euch ein wenig aus. Nee, noch hören wir nicht auf. Das ist wichtig. Ja. Okay, Tone. Pass auf dich auf. Jetzt sagt mir nicht, ich bin hier gerade in der Sackgasse gelaufen. An dieser Stelle gab es früher einen illegalen Lebensmittelmarkt, bis die KVA ihn dicht gemacht hat. Geh dorthin und sieh nach, ob es dort noch etwas gibt, was wir benutzen können. Und wie mache ich das? Klettern wir hier? Ach so, das kann ich. Da war Mini. Ich muss da rein, oder was? Ach, da oben ist das ein Sniper. Wo ist denn da oben ein Sniper? Super Sniper. Was ist das? Das war die Truppe. Aber zurück zum Thema, wie komme ich da rein? Oh, oh, oh. Was ist das? Ist ja noch einer. Shooter! Ja, und viel näher als ich gedacht habe. Hart zum Heilen. Kann ich auch nicht benutzen, oder? Mal schauen, ob die Explosion was bringt. Natürlich. Nicht klettern, sondern knallen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, Operationsbasis an der Grenzmauer errichtet. Gibt's sonst noch was Rotes? Gute Arbeit, Brady. Diese Essensvorräte werden viele Leute glücklich machen. Wir werden ihnen zeigen, dass wir da sind, um ihnen zu helfen. Hey. Ach, was soll's, komm mit. Sorry, Alpha, Tony spricht. Eric, bist du da? Was ist hier los? Die Norks sollen Taras Versteck in Austin überfallen haben. Geht es dir gut? Ja, es geht dir gut. Wir waren dort, bevor sie was tun konnten. Das ist toll. Vielleicht besuche ich sie mal, wenn ich zurück bin. Ja, warum nicht?
Es macht keinen Sinn mehr, etwas aufzuschieben. Kann ich hier noch... so, das ist autobrennbar. Kannst du eine Brandbombe, Kleidung kann ich auch nicht kaufen. Och komm. Gesundheitskit kaufen, ist immer gut. Und jetzt zurück. Gut, dann... meine ich auf der Karte nichts mehr gesehen zu haben. Nö, alles blau, das heißt... weiter geht's. Du hast schon einiges in Elmtree erledigt. Geladen und entsichert. Brechen wir auf. So, du auch noch? Bleib locker. Schauen wir doch mal, was wir hier noch reißen können, wir vier. Auf jeden Fall spawnt ihr fleißig hinter mir. Okay, eigentlich ist diese Ecke ja jetzt schon gereinigt von den Gegnern, aber... so, das war ja nur, da oben gibt's was. Ja, dann heißt es auf zum nächsten Abschnitt. Und den befreien. Schuhe? Du hast keine Schuhe. Ja, ein weiter Weg, aber den kriegen wir schon hinter uns und dann werden wir die Revolution weiterführen. Walker retten und alle, wie sie da sind. Und Philadelphia wieder zu einem lebenswerten Ort machen und hier dann gucken, ob wir noch was rausschauen können. Was bist du? Eine Kuh. Die Werbung für ihr eigenes Fleisch macht. Schön. Ja, Exit only und wir müssen rein. Schön. Zack. Hallo. Der Earlston-Tunnel ist endlich fertig. Ich hatte das Graben schon sowas von satt. Brady, richtig? Dein Name ist überall in den Nachrichten. Nach dir wird im großen Stil gefahndet. Sei vorsichtig, ja, ich bin hier. Sprich mit mir. Okay. Wir kämpfen für die Zukunft. Wir brauchen neue. Wer hat... auf geht's nach Earlston anscheinend. Ich bin gespannt, was dort auf mich wartet. Okay, wahrscheinlich dasselbe wie eben, aber... ach, gelbe Zone. Ist ja nicht so gefährlich für uns. Wenn deine Gesundheit niedrig ist, kannst du hart drücken, um dein Gesundheitskit zu benutzen. Mach ich doch glatt. Da geht's weiter. Die Norks könnten von... willkommen in der gelben Zone von Earlston. Was machen wir dann? Danke. Ja? Ich habe gerade das Achievement unaufhaltsames Signal. Ja, das ist gut. Hey, hallo. Brady. Dank Moin. Dir konnten wir in Entry Fuß fassen und uns dadurch einen Weg hierher in die gelbe Zone von Earlston bahnen. Und gerade rechtzeitig. Meine Leute werden in der Polizeistation festgehalten und Gott weiß, was die Norks mit ihnen machen. Wir müssen sie da rausholen, bevor sie irgendwas erzählen. Aber die Sache ist die, wir sind in der gelben Zone und das bedeutet jede Menge Sicherheitsvorkehrungen. Und was noch schlimmer ist, die KVA jagt dich, Brady. Also ich werde nicht lügen, es wird schwer, sich hier zu bewegen, geschweige denn eine Rettungsmission durchzuführen. Aber wir haben keine Wahl.
Als erstes musst du deine Waffe verstecken. Dann solltest du die Bürger als Deckung benutzen. Versuch, dich anzupassen. Es gibt einen KVA-Sendeempfänger in der Zone, der dein erstes Ziel sein sollte. Aber bevor du dich auf den Weg machst, haben wir noch ein paar Asse im Ärmel. Sieh dir die Dinge auf dem Tisch im oberen Stock an. Ich glaube, du wirst sie sehr nützlich finden. Viel Glück, Brady. Ich zähle auf dich. Ja, da bin ich mal gespannt. Vor allem, was ihr da so guckt. Patrouille 9 rückt in 10 Minuten aus. Macht euch bereit, Leute. Du hast irgendwelche Haltungsschäden, oder? Na los, Brady, wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich bin gleich schon. Ist der Gang auch frei?